Hallo, liebe Solopreneure und herzlich willkommen zurück beim zweiten Teil von dem Thema Blue Ocean Strategy. Und wenn du gerade neu reinkommst in diesen, entweder in dieses Live-Video-Kontext hier auf Facebook oder du später die Aufzeichnung schaust und du hast den ersten Teil noch nicht gesehen von Blue Ocean, dann würde ich dir sehr, sehr empfehlen, zuerst den ersten Teil anzuschauen, bevor du diesen zweiten Teil anhörst. Da wird alles einfach viel mehr Sinn machen. Aber ich gebe eine ganz kurze Zusammenfassung von, was wir besprochen hatten letzte Woche, nämlich den Unterschied zwischen Red Ocean und Blue Ocean. Also Red Ocean ist die Idee, dass du auf einem bestehenden Markt, hier ist dein Markt, mit einer begrenzten Anzahl von potenziellen Käufer oder Kunden spielst. Und wir gehen davon aus, dass mit der Zeit immer mehr Leute in deinen Markt kommen, also die Anzahl von Wettbewerbern steigt. Und in einer Red Ocean Strategy versucht man, noch mehr aufzufallen in diesem Red Ocean. Oder man versucht, noch nischiger zu werden. Oder arbeitet mit Preissenkungen oder Preiserhöhungen. Oder noch bessere Kampagnen und so weiter. Wir haben in dem ersten Teil gesprochen, was es bedeutet, in diesem blutigen Red Ocean zu schwimmen und um diesen Konkurrenzkampf in dem verwickelt zu sein. Und da ist auch nichts dagegen. Wir hatten interessanterweise letzte Woche in dem Event bei Blue Ocean, Red Ocean festgestellt, am Ende des Events, ist es okay, in Red Ocean zu sein und dort zu bestehen oder zu bestehen bleiben zu wollen. Und es ist genauso gut, in dein eigenen blauen Meer zu kommen, deinen eigenen leeren Ozean zu kommen, worüber ich auch gleich sprechen möchte, nämlich die Idee Blue Ocean ist die Möglichkeit für dich in deinem Business und Marketing, dass du völlig neue Käufergruppen ansprechen, die bisher noch nicht angesprochen worden sind von dir. Das heißt, du erschließt neue Zielgruppen und bewegst dich daher außerhalb von diesem hart umkämpften Markt in einen viel platzreicheren eigenen blauen Ozean. Und in dem letzten Teil haben wir gesagt, es gibt drei Ebenen, die man bespielen kann, um das zu tun. Und heute möchte ich über diese mittlere Scheibe sprechen, nämlich Ebene 2. Im letzten Video habe ich über Ebene 3 gesprochen. Okay? So. Ebene 2, was war das nochmal? Wir tun nochmal ein Revue passieren lassen. Ebene 2 ist die Menge an Leute, die gesagt haben, nein, danke, ich möchte dein Produkt nicht, ich möchte deine Dienstleistung nicht, oder ganz und gar, ich lehne die Branche ab, ich lehne das gesamte Angebot ab oder wie auch immer. Und ich habe gedacht, ich bringe ein Beispiel, das wir letzte Woche in unserem Kundenevent besprochen hatten. Und ich habe ein Bild auch mitgebracht. Was ist ein Beispiel davon? Ein Beispiel davon ist die Firma Callaway. Die Firma Callaway ist eine Firma, die produziert Golf-Zubehör. Golf nicht Golf, das Auto, sondern Golf, der Sport, die Spielart. Und zwar, sie produzieren Schläger und Bälle und anderes Equipment um Golf herum. Hallo, ich kriege ganz viele Daumen und Herzlichs gerade, aber ich sehe nicht, wer da ist. Schreib mir im Kommentarbereich, damit ich deinen Namen auch sehe und zuordnen kann, wer gerade hier ist, damit ich dich persönlich begrüßen kann. Vielen Dank. Und zwar hat Callaway wissen wollen, warum nicht mehr Leute Golf spielen. In Amerika gab es eine Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo sie quasi Golf von einem Elitesport aufgemacht hatten und quasi diese Sportart demokratisiert haben in den USA. Sie haben viel mehr öffentliche Spielplätze gebaut, wo man auch kostenfrei oder zu einem sehr geringen Betrag spielen kann. Man hat eine Initiative ergriffen, um einfach diese Sportart populärer zu machen und für viel mehr Leute zugänglich zu machen. Und bei uns in Amerika ist es so, dass man häufig Golf spielt in einem sogenannten Country Club. Das ist ein Club, wo, also heute würde man sagen, hier ein Golfverein oder ein Golfplatz. Und dort in den Country Clubs gab es verschiedenste Angebote, die man spielen konnte.
Und zwar häufig war das Polo oder Tennis oder Golf. Das sind so die drei Spielarten, die dort vorkommen. Vor allem Tennis war eher eine große Sportartkonkurrenz für Golf. Und Callaway wollte wissen, warum lehnen so viele Leute in diesen Country Clubs Golf kategorisch ab und sagen, ich spiele nicht. Und stattdessen greifen sie zu Tennis. Und sie haben begonnen, mit der Zielgruppe zu sprechen in Interviews. Und was sie gehört haben von den Leuten, die diese Spielart Golf abgelehnt haben, ist folgendes. Sie haben vielleicht einmal probiert, im privaten Kontext oder sogar im Rahmen eines Kurses Golf zu spielen, aber irgendwie hatten sie kein Erfolgserlebnis gehabt bei dem ersten Versuch. Der Schläger war ganz klein, also ich weiß nicht, ob du kennst, dich auskennst mit Golfschläger. Ich habe, wann war das, vorletztes Jahr meine Golfplatzreife gemacht und habe ganz viel gespielt in dem Jahr. Und tatsächlich sind die ursprünglichen traditionellen Golfschläger unten richtig schmal am Kopf. Und nicht alle hatten die Hand-Auge-Koordination, um zu schlagen und diesen klitzekleinen Ball mit diesem klitzekleinen Kopf zu erwischen. Und weil das so war, entstand nicht schnell genug ein Erfolgserlebnis. Es entstand stattdessen eine Frustration und das Gefühl, Golf ist nichts für mich. Und sie sind ausgestiegen. Und Calloway hat gesagt, okay, was könnten wir dann machen, um diese Leute, die unser Produkt oder überhaupt die Spieler bisher abgelehnt haben, doch ins Boot zu holen, um eine neue Käufergruppe zu erschließen, um unser eigener blauer Ozean zu entwickeln. Denn damals waren die Anzahl der Leute, die Golf gespielt haben, klein. Nicht so viele waren dabei. Ja? Das heißt, also sie wollten, Calloway wollte nicht einfach ja, mitbewerben, mitkämpfen mit den anderen. Sie wollten einen neuen blauen Ozean aufmachen. Hallo, lieber Andrea, schön, dass du da bist. Wir haben schon, ja, du musst leider weiter. Okay, du schaust die Aufzeichnung an. Wir haben schon heute Zeit miteinander verbracht in unserem Drive-Treffen. Naja, und jedenfalls, Calloways Team ist in sich gegangen und hat sich eine neue Idee überlegt. Und zwar, die haben einen neuen Schläger entwickelt. Und zwar, so sieht es heute aus. Früher hieß es ein bisschen anders. Heute heißt es, glaube ich, Big Bertha. Und zwar, das ist ein Driver, den man nutzen kann als Golfer. Und der ist riesengroß. Also ihr müsst euch vorstellen, dieser Kopf ist wirklich so, ja? Und aus Aluminium gemacht, innen drin hohl. Und wenn du das nimmst, diesen Driver, und als Anfänger beginnst damit zu spielen, triffst du auf jeden Fall den Ball. Und den schießt du eigentlich auch ziemlich weit, weil das ist einfach so eine Dynamik, wie das gebaut ist, dass du relativ schnell ein Erfolgserlebnis hast. Und diese Innovation hat dazu geführt, dass nicht nur diejenigen, die den Sport abgelehnt haben, das wären die möglichen Käufergruppen in Ebene 2 von einer Blue Ocean Strategy, die sonst raus Opt-out gemacht hätten, plötzlich waren sie wieder im Spiel und haben begonnen, Golf zu spielen. Witzigerweise hatte das einen Nebeneffekt, all diejenigen, die auf Ebene 1 waren, nämlich mit einem Fuß im Spiel und einem Fuß in Richtung Tennis, auch sie haben den Schritt gewagt, um Golf zu spielen. Und sogar diejenigen, die in dem Markt waren, fanden es richtig spannend und haben zum Schläger gegriffen, zum Big Bertha, und waren begeistert dabei, dieses Produkt zu nutzen. Das heißt, es hat einen Welleneffekt von Level 2 auf Level 2, 1 auf den eigenen Markt gehabt. Also ein Win-Win-Win für die Firma Callaway mit diesem Produkt. Okay? So. Jetzt möchte ich zurückkommen zu einer Idee, die wir am Anfang der Woche begonnen haben zu spinnen mit Red Ocean, Blue Ocean. Und zwar, wir haben gesagt, Red Ocean ist bezeichnet von starken Nischen, von Preissenkungen, Preiserhöhungen, lautere Werbung, Markenaufladung. Man kreiert Lifestyle-Marken wie Adidas oder Puma oder von negativer Äußerung gegenüber den Wettbewerbern. Was Blue Ocean auszeichnet, und das konnte man im Teil 1 sehen mit NovoPen von der Firma Novo beim Insulinbereich und auch in diesem Beispiel von Callaway. Und zwar, es geht hier um Innovation, also nicht nur neue Zielgruppen erschließen, sondern es geht um innovative neue Produkte und Dienstleistungen, die es bisher gar nicht gegeben hat.
Das heißt, bei einer Blue Ocean Strategie geht es häufig wirklich an den Kern von dem, was du tust und nicht nur um die Kommunikation und das Marketing drumherum. Ja? Also, ein ganz neuer Schläger, den es bisher noch gar nicht gegeben hat. Und wir werden diesen dritten Punkt Unbekanntes ansprechen im nächsten Video in Teil 3. Also bleibt dran. Was ich im letzten Video getan habe und was ich in diesem Live-Video auch tun möchte, ist, ich möchte ein Parallel schlagen zu unserer Industrie, nämlich der Bereich Coaching, Training, Beratung, Dienstleistungen, die von herzgetriebenen Dienstleistern ausgeführt werden, um anderen Menschen zu helfen in ihrem privaten und ihrem beruflichen Leben. Und zwar möchte ich das Beispiel im Business-Coaching aufgreifen, und zwar die Zielgruppe der Mompreneure. Und zwar, als ich begonnen habe, in 2008 habe ich mich selbstständig gemacht, in 2009 habe ich mich langsam auf den Markt begeben. In 2010 war ich eifrig dabei, wirklich zu beginnen mit dem, was ich auf dem Markt anbieten wollte. Ich habe auf dem Markt von Business Coaching beobachtet, dass damals, wann war das, also vor 8 Jahren, 9 Jahren, gab es noch keine Angebote für Mompreneure. Und zwar, sie waren definitiv in dieser Scheibe 2, L2, die sehr schlauen Mütter, die vielleicht in Angestelltenverhältnissen, in einem Corporate Job wirklich die Karriereleiter hochgestiegen sind, die studiert hatten, die viel zu bieten hatten von ihrem Intellekt, von ihrem Können, von ihrer Erfahrung und Expertise, die aber dann Kinder bekommen haben. Sie haben diesen Markt zum Beispiel gesehen von Coaching, Training und Beratung und Online-Marketing. Und sie haben gesehen für sich, dass es hart umkämpft. Sie haben vielleicht wenig Zeit, weil ihr Hauptfokus liegt auf die Erziehung von ihren kleinen Kindern. Und sie waren quasi eine Opt-out-Gruppe. Sie haben gesagt, okay, scheinbar können wir nicht mitspielen, wir können nicht dabei sein. All die Strategien, die gelehrt werden auf dem Markt für Information Marketing und auch heutzutage, was wir nennen würden Online-Marketing, sind nichts für mich. Das ist irgendwie, berücksichtigt meine Familie nicht und meine private Einstellung. Und irgendwann kam irgendwie so langsam in 2011, 2012 auf den deutschen Markt, in 2014 und 2015, aber jetzt in 2016, 2017 ist es gar nicht mehr wegzudenken, sind Leute, die sagen, ja, ich bin auch Mutter, ich habe auch mein Business aufgebaut, du brauchst nicht ein Opt-out zu machen und zu sagen, du bist nicht dabei bei diesem Sportart-Business, Online-Business. Du kannst genauso mitspielen und ich teile meine Erfahrungen mit dir, wie du beides vereinen kannst, wie du genauso für deine Kinder da sein kannst und für deinen Partner und für dich selber Zeit findest, als auch wie du mitspielen kannst im Business. Und ich zeige dir, wie du ein Business gestalten kannst, was zu dir passt und zu deiner Familie passt. Und ist es vielleicht ein anderer Weg oder ein langsamerer Weg, was auch immer. Aber hier sind die Strategien dafür. Und weil dieser leidenschaftliche Mompreneure auch anderen dieses Feld aufgemacht haben, blühte plötzlich diesen Markt für Mompreneure auf. Und es gibt mittlerweile etliche Angebote, Networking-Opportunities und eigene Strategien für diese Zielgruppe. Das heißt, eine Blue Ocean wurde aufgemacht. Und jetzt sind wir bei dem Thema, was wir auch im ersten Teil hatten, nämlich, was war kurz, ich hole meine Red Ocean wieder. Häufig, wenn jemand ausbricht aus dem roten Ozean, und landet hier drüben im blauen Ozean, kreiert eine neue Käuferzielgruppe mit einem innovativen Angebot, passiert Folgendes: Die können nicht ewig dort alleine bleiben. Sie sind zwar eine Zeit lang alleine dort und die ersten, die vielleicht die Mompreneure angesprochen haben, haben gedacht, hey, wie geht das jetzt? Wie sprechen wir sie an? Wo finden wir die Mompreneure? Sind sie überhaupt auf Netzwerken-Events, wenn sie mit den Kleinkindern zu Hause sind? Wie erreichen wir sie die überhaupt? Die haben neue Fragestellungen bekommen und begonnen, diese zu beantworten für sich. Und irgendwann mal haben sie begonnen, das erfolgreich durchzuführen und andere haben davon Wind bekommen. Und sie haben gesagt, ja, ich habe auch Ideen für Mompreneur, ich bin auch ein Mompreneur. Und andere begannen, in diesen Markt zu drängen. Das heißt, mit der Zeit ist häufig der Fall, dass was einst ein blauer Ozean war, irgendwann mal wieder zu einem roten Ozean wird. Das heißt,
man bleibt nicht für immer ein blauer Ozean. Und wenn man über die Zeit zurückblickt und sich die Frage stellt, und das haben wir uns letzte Woche auch gemacht, nämlich die Frage war, was waren Produkte, wo es diese vor 30 Jahren gar nicht gegeben hat, wo es natürlich keinen Konkurrenzkampf gegeben hat, weil es war so neu. Und wir haben zum Beispiel über Sachen gesprochen wie Netflix oder über iPhones, die gab es 30 Jahre nicht auf dieser intelligenten Art und Weise. Das heißt, sei dir einfach gewahr, dass selbst wenn du einen blauen Ozean aufmachst mit einem innovativen Produkt oder Dienstleistung, mit der Zeit verändert sich und verschiebt sich das. Und daher lohnt es sich, immer weiter und wieder darüber nachzudenken, in jedem Jahr, über dein Kernangebot und wo du innovativer werden kannst und wo du aufgebaut auf deine persönliche Einzigartigkeit noch mehr Innovation schaffen kannst. Ja, das ist nur mal so eine Überlegung, die wir letzte Woche angestellt haben in dem Kundenevent. So, jetzt schließe ich den zweiten Teil vom Blue Ocean ab und was haben wir morgen? Morgen haben wir, glaube ich, Freitag, wenn ich mich nicht täusche, genau, der letzte Tag in dieser Woche und morgen werde ich über den dritten Teil sprechen, nämlich über diese Scheibe L1. Das sind diejenigen Käuferzielgruppen, die mit einem Fuß in deinem Markt sind und einem Fuß draußen. Sie sind kurz vorm Opt-out, aber noch nicht. Und wir schauen, was wir tun können, um sie anzusprechen, um vielleicht dort auch einen blauen Ozean für dich zu entwickeln, wenn es dich interessiert, wenn dieses Thema dich reizt. So, das war's von mir. Wir sehen uns morgen. Bis dahin und schreib mir unbedingt in den Kommentarbereich, was du gesehen und gehört hast für dich. Denn ich kann vieles sagen, aber was bei dir ankommt, weiß ich nicht, es sei denn, du sagst es mir. Also vielen Dank schon mal dafür und bis morgen. Tschüss!